Hauptstadt von Frankreich. Frankreich City. Kann es sein, dass du dumm bist? Hallo, mein Name ist Luca. Meine Damen und Herren, ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Wir schauen uns heute mal wieder witzige Schülerantworten an. Ja, es wird wieder absolut beschissen. Cäsar war sehr gut in Rechtschreibung, sonst wäre er nicht Diktator auf Lebenszeit geworden. Wow, Alter. Klasse 6, Realschule. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist so eine Sache, die ich früher, vielleicht nicht mehr in der 6. Klasse, aber früher in der Grundschule, wo man halt wirklich noch Diktate schreiben musste. Diktate waren auch einfach echt das Niceste auf der Welt. Der Lehrer labert einfach irgendwas und man muss es aufschreiben. Vergleich das mal mit Abi oder Uni. Aber der kleine Luca hat sich auf jeden Fall auch die Frage gestellt, hey, wenn jemand ein Diktator ist oder beziehungsweise war in dem Fall von Cäsar, dann muss er ja eigentlich gut in Rechtschreibung gewesen sein. Weil sonst würde er nicht etwas diktieren, was dann wir machen weiter. Aufgabe, stelle den Verlauf der Französischen Revolution dar. Antwort, das war alles so schlimm, dass selbst Gott den Glauben verlor. Hört ihr eigentlich den Regen? Wäre ziemlich kacke für den Ton. In Köln ist es halt irgendwie seit 5 Tagen nur am Pissen, kompletter Weltuntergang. Wahrscheinlich, weil Gott den Glauben ans Wetter verloren hat. Frage, wer wurde im Jahr 1871 der erste deutsche Kaiser? Antwort, Guido Westerwelle? Was? Was? Also, real talk, hä, wie kommt man denn darauf? Frage, was wurde aus Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg? Antwort, arm, kleiner. Also, an sich würde ich für die Antwort Punkte geben, da es ja irgendwie stimmt. Frage, was machte Hitler 1938? Antwort, er sah aus dem Fenster und begann Gurken zu pflanzen. Was? Denken sich denn diese Schüler dabei? No shit, das sind halt wirklich echte Antworten. Jule hat nämlich dieses Buch hier noch bei sich gefunden und hat das einfach mal durchgelesen und hat mir daraus einige Sachen abfotografiert. Und deswegen habe ich jetzt die Sachen auch noch nicht gesehen und der reagiert da gerade live mit euch drauf. Aber die Sachen sind wirklich von Schülern. Also, ich glaube, keiner von denen hat seinen Abschluss geschafft. Frage, wie alt war Jesus, als er gekreuzigt wurde? Antwort, Jesus war 33, als er genagelt wurde. An sich stimmt's ja. Und ich glaube auch jemand in der 5. Klasse weiß noch nicht richtig, was genagelt eigentlich für eine Bedeutung hat. Frage, wie nennt man den Urvater der 3 monotheistischen Religionen? Antwort, Avatar. Was ist monotheistisch? Also ich glaube, bei der Frage hätte ich auch Avatar hingeschrieben oder Chuck Norris. Frage, was sind die nördlichsten deutschen Inseln? Antwort, Irland und der Nordpol. Digga! Neunte Klasse! Frage, Hauptstadt von Frankreich. Antwort, Frankreich City. Also man muss wirklich sagen, in Luxemburg ist es ja wirklich so, das Land heißt Luxemburg und die Hauptstadt von Luxemburg heißt einfach Luxemburg-Stadt. In Deutschland wäre das dann halt so, ja, das Land heißt Deutschland und unsere Hauptstadt ist Deutschland-Stadt. Ey, Frankreich City. Die Erde dreht sich um die eigene Axt. Das Schlimme ist, dass ich erst dachte, das stimmt ja eigentlich. Die Erde dreht sich um die eigene Axt, aber er hat halt nicht Achse geschrieben, sondern Axt. Die Erde dreht sich um die Axt. Frage, was sind die Merkmale eines Nationalparks? Antwort, der Nationalpark Wattenmeer ist ein Terrorismusgebiet. Man muss halt sagen, es ist wieder eine 5. Klasse.
In der Klassenarbeit wurde das geschrieben. Ich habe früher auch so komische Fehler gemacht. Und zwar hatte mein Vater immer ganz, ganz gern die Musik von Sting gehört. Das ist ein Sänger, der so geschrieben wird. Und in einer Klassenarbeit sollte ich dann die Vergangenheitsform von Stinken aufschreiben. Und ich habe Stinkt geschrieben. Weil ich halt an diesen Sänger gedacht habe. Und wahrscheinlich hat dieser Schüler hier aus der 5. Klasse halt irgendwie gedacht, hey, Nationalpark, da fällt mir nur ein Nationalpark Wattenmeer, ist eigentlich ein Touristengebiet. Aber er hat irgendwie einen Terrorist. Oh Mann, Alter. Ey. Frage, welches Körperteil sollte man bei einem Erdbeben besonders schützen? Antwort, das Genital. Na, eigentlich sollte man jedes Körperteil schützen bei einem Erdbeben. Also von daher hat er auch nicht so doll Unrecht. Frage, welche Aufgaben haben die weiblichen Bienen? Antwort, sie putzen viel, kümmern sich um die Kinder und in ihrer Freizeit sammeln sie Pollen und Nektar. Ey, das kann doch nicht echt sein, als wenn das wirklich ein Sechsklässler geschrieben hat. Vor allem Klasse 6, Grundschule. Hä? Klasse 6 ist doch nicht mehr Grundschule. Frage, mit welchem heute lebenden Vogel kann man den Archaeopteryx vergleichen? Antwort, Frosch. Ja, Zähne, Alter. Frage, welche Neandertaler kennst du? Antwort, ich kenne keine, weil sie alle... Ich würde der volle Punkt sein. Frage, warum gibt es im Weltall keinen Schall? Antwort, weil dort die Bäume dicht an dicht stehen. Aus einer Klassenarbeit. Marie Curie erfand die Radioaktivität und erhielt dafür einen Oscar. Ja. Ich meine... Einen Oscar hat sie dafür nicht bekommen, aber sie hat auf jeden Fall einen Preis dafür bekommen. Das ist eigentlich der Nobelpreis. Oscar ist Schauspiel, meine ich, ne? Frage, wofür wird Erdöl verwendet? Antwort, Salat. Das ist tatsächlich die erste Antwort von einem Gymnasiasten. Ja, also ich meine, so blöd ist die Antwort nicht. Erdöl, wenn man nicht weiß, was genau Erdöl ist, könnte man auch denken, dass es gewonnenes irgendwie Sonnenblumenöl oder keine Ahnung. Also Sonnenblumenöl ist ja aus der, von der Sonnenblume. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Frage, haben alle Länder der EU den Euro? Antwort, nein, die USA hat ja auch den Dollar. Ja, da sind die Geometrie-Profis. Geometrie? Geometrie. Frage, was sind Kennzahlen? Antwort, das sind Zahlen, die man kennt. Ey, die... Klasse 13 Wirtschaftsgymnasium. Ey, das kann doch nicht echt sein. What he don't know doesn't make him hot, as we say in Germany. Aus einer Fachabiturprüfung Englisch. Ich glaube, die hat der Prüfling nicht bestanden. Thema Landkarten. Frage, was ist eine Legende? Antwort, Franz Beckenbauer. Alter. Es ist halt auch wieder wahr. Frage, warum wird mit Wasser getauft? Antwort, weil Sekt zu klebrig ist. Also... Wieder eine typische Luca-Aussage, aber ich hätte Punkte gegeben, so Sekt ist klebrig. Frage, wie nennt man das ungeborene Kind im Mutterleib? Antwort, Sombrero? What the? Hä? Das ist ein ungeborenes Kind im Mutterleib. Frage, was sind die Gefahren von Zigarettenkonsum? Antwort, Rauchen verursacht Samenerkrankungen.
Immer wenn man raucht, hat man einen Damenerguss. Ja. Völlig richtig. 7. Klasse Realschule. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, diese witzigen Schülerantworten, dann lasst gerne einen Daumen hoch bei diesem Video hier da. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr denkt von diesen Sachen, war das Lustigste und was vielleicht echt zu lustig war, dass es echt sein könnte. Ansonsten würde ich das Video jetzt allerdings auch beenden mit dem Outro.